Okay, ich muss jetzt was gestehen. Es sieht nicht immer picobello sauber bei mir aus. Manchmal bin ich total überwältigt. Und heute ist es ein Tag, wo ich einfach, ich weiß nicht, womit ich anfangen soll. Zu Hause ist es Chaos, im Kopf ist es Chaos, bei der Arbeit ist es Chaos. Ich muss ein paar Videos drehen, ich muss das Zimmer von meiner Tochter fertig renovieren. Ich habe so viel auf meiner To-Do-Liste und ich weiß überhaupt nicht, womit ich anfangen soll. Und eigentlich in dieser Situation, wenn man ein bisschen überwältigt ist, wenn man zu viele Sachen und Zeug überall liegen hat und einfach das Gefühl hat, man erstickt in einem eigenen Haus, gibt es ein paar Regeln, die dich retten können. Das ist ein sehr spontanes Video. Ich habe das überhaupt nicht geplant. So sieht meine Realität aus. Und wieso soll ich das auch nicht zeigen? Also ich möchte hier transparent sein. Es ist halt so, manchmal ist das Leben, Familienleben, ziemlich chaotisch. Ja, man hat viele Verpflichtungen, man hat viele Aufgaben, die man zu tun hat. Und es ist nicht immer perfekt. Und so ist es jetzt bei mir. Ich zeige es dir. So sieht mein Wohnzimmer aus. Ich bin alleine, mein Mann ist auf Dienstreise und ich habe diese Woche meine ganzen Routinen nicht gemacht. Schau mal dir mein Esszimmer an, meine Küche. Falls du auch plötzlich Anruf bekommst und jemand möchte kommen und in einer Stunde musst du ein besseres Haus präsentieren können. Es gibt immer wieder Situationen, wo man auf die Schnelle was machen soll. Und hier sind ein paar Tipps. Das Erste, was du brauchst, Tipp Nummer 1. Ohne den Tipp geht es eigentlich nicht weiter. Tada, das ist mein Nutze Timer. Ich ein nutze den Timer. Timer. Du wirst staunen, wie viel du ihn mit dem Timer schaffst. Und wenn du vergleichst, früher habe ich auch nie mit dem Timer geputzt. Was soll das, ja? Dass man sie hetzt und so. Aber tatsächlich ist es so, dass mit dem Timer bist du viel schneller, effektiver. Du vergeudest nicht die Zeit. Manchmal beim Putzen ist man irgendwo im Gedanken und macht das vielleicht zu lange, unnötigerweise. Der Timer ist ein guter Freund und du nutzt Timer. Was machst du? Du nimmst ja Timer, du kannst auch Handy nehmen, ja, und stellst deinen Timer auf 15 Minuten. Und der erste Bereich, wo du hingehst, ist natürlich Küche, ja, wenn Gäste kommen oder generell, wenn du dein Haus schnell sauber machen möchtest. Küche ist Nummer 1, wo es eigentlich auch sehr schnell zugeklattert wird, wo es ziemlich schnell überlaufen kann, ja, wo es zu viele Töpfe und vielleicht dreckiges Geschirr gibt. Und Küche ist Nummer 1, wo man anfängt. Eine Sache habe ich vergessen. Nicht vergessen. Eine gute Laune mitbringen. Dafür bräuchten wir Musik. Alexa, spiel Hausmusik. 15 Minuten Timer, du gehst gleich zu der Küche. Als erstes fängst du mit deinem Waschbecken an. Wenn dein Waschbecken voll ist und dreckiges Geschirr drin ist, räume das alles aus. Wenn du eine Spülmaschine hast, dann kannst du gleich eine Spülmaschine starten. Der Rest vom Geschirr, was nicht reingepasst hast, legst du aus der Spüle raus und reinigst deine Spüle. Die Spüle ist das Herz der Küche, zumindest in dem Fly-Lady-System. Und das stimmt schon. Wenn die Spüle sauber ist und glänzt, fühlst du dich auch besser und hast ein Gefühl, ja, zumindest eine Stelle ist sauber in der Küche und das ist die Spüle und das Geschirr ist nicht drin und man kann ja freien Zugang zu dem Wasser haben. Als erstes widmest du dich der Spüle. Wenn du noch Zeit hast, gehst du weiter zu dem Herd. Ja, ich finde auch Herd als zweites auch. Zweiter Herz in der Küche, ja, wenn auf dem Herd Sachen stehen. Gleich hat man so ein entrückendes Gefühl und wenn man diese Sachen gleich befreit, hat man, ja, man fühlt sich besser. 15 Minuten sind vergangen, egal ob du alles geschafft hast oder nicht, egal, es kommt darauf an, wie viel Zeugs hattest du in der Küche. Du stoppst, du verlängerst deine Zeit nicht, du gehst in das Zimmer Nummer 2 und das ist das Wohnzimmer. Jetzt räume ich hier im Wohnzimmer. Normalerweise habe ich 2-Minuten-Regel, die ich dreimal am Tag ausführe. Also heißt es, einmal Lied laufen lassen und in dieser Zeit räume ich die Sachen auf, die nicht am Platz liegen, verteilt durch die Wohnung. Meistens sind es Spielsachen. Habe ich die Woche gar nicht gemacht. Ich habe es gar nicht geschafft. Ich war, ja, das war so eine blöde Woche. Ich habe wirklich nichts gemacht.
Von daher, 2 Minuten werden natürlich nicht ausreichen. Und stellst wieder Timer für 15 Minuten. 15 Minuten ist eine tolle Zeit. Ich finde, in 15 Minuten kann man schon einiges schaffen. Und hättest du den Timer nicht genutzt, hättest du nicht gewusst, was man so alles in 15 Minuten schaffen kann. Es ist wirklich erstaunlich, finde ich. Vor allem mit dem Timer bist du einfach schneller, ne? Und du weißt, der Timer läuft, die Zeit rennt. Und in 15 Minuten bist du im Wohnzimmer und vielleicht sammelst du die Sachen. Kastanien! Hat meine Tochter gesammelt. Habt ihr das auch zu Hause verteilt überall? Ich empfehle, wenn du so eine Situation hast, jetzt klingeln bald die Gäste. Nimm dir eine große Schale, einen Korb und geh ins Zimmer und beweg dich von links nach rechts. Versuche in der Uhrzeigersinn sich zu bewegen mit dem Körbchen und du sammelst alles, was krumm liegt und schief liegt und befreist die Flächen von dem Klatter, von dem Zeug, von dem Krimskrams. Und sobald du diese Flächen freiräumst, hast du Gefühl, es ist sauber im Zimmer. Und jetzt klingelt wieder der Timer. Was machst du? Du stoppst. Du stoppst, egal ob du fertig bist im Wohnzimmer oder nicht, und du gehst wieder in die Küche. Stellst deinen Timer für 15 Minuten, für weitere 15 Minuten gehst wieder in die Küche und machst da weiter. Und ich glaube, du hast jetzt das Spiel verstanden. Jede 15 Minuten bist du in einem anderen Raum. Das gibt dir die Möglichkeit, mit den frischen Augen nochmal den Raum anzuschauen. Das gibt dir die Möglichkeit, so schnell wie möglich die Sachen zu erledigen, weil deine Zeit läuft und du wirst nicht müde von dem Raum. Und das gibt dir die Möglichkeit, gleichzeitig verschiedene Räume aufzuräumen, in kürzester Zeit, wenn 15 Minuten rum sind. Das ist deine dritte Session quasi. Was machst du? Du stellst wieder Timer für 15 Minuten, aber du gehst jetzt nicht gleich ins Bad, sondern du gibst dir eine Möglichkeit, sich zu entspannen. Du kannst dir einen Kaffee machen, du kannst kurz rausgehen und einfach diese 15 Minuten genießen. Verpasst diesen Schritt nicht, weil mit der Zeit wirst du einfach müde sein und langsamer sein. Wenn du aber diese 15 Minuten Erholungszeit zulässt, wirst du wieder Kräfte sammeln und schneller sein. Ich mache mir sogar eine längere Pause. Ich gönne mir die Zeit und werde jetzt die Nägel lackieren. Das ist eine tolle Möglichkeit, einfach das zu kombinieren. Ich werde dir erzählen, wieso ich die Nägel lackieren kann und nachher, wie wieder putzen kann. Weil ich keinen gewöhnlichen Nagellack nutze. Früher habe ich oft Nägel einfach lackiert und dann musste ich Ewigkeit warten, bis sie trocken sind und trotzdem hatte ich immer so Abdrücke gehabt. Inzwischen sind die Zeiten vorbei, weil ich ganz besonderen Nagellack nutze, was eigentlich kein Nagellack ist, und ich zeige es dir heute, was das ist und wie ich das anwende. Das ist ein System bestehend aus Dipping Powders. Das heißt, du lackierst deine Nägel nicht im klassischen Sinne, sondern du dippst die Nägel in diese Powder rein. Das ist eigentlich der Vorteil von diesem System, weil du die Nägel bis zu 3 Wochen lang ungeschädigt so tragen kannst, wie du das am ersten Tag lackierst. Ich zeige dir gleich, wie das geht. Das ist ganz einfach und das dauert vielleicht etwas länger als normaler Nagellack, aber es lohnt sich, weil dann hast du 3 Wochen lang Ruhe. Die Anwendung hat viele Schritte, aber nachdem man das erste Mal das gemacht hat, hat man den Dreh raus und mit Mal zu Mal geht es schneller. Es gibt ein sehr ausführliches Tutorial, wie man die Nägel mit Dunels lackiert. Als erstes lackierst du die Nägel mit Base Coat und tunkst sie in das Base Powder. Danach wirst du zweimal das gleiche tun, aber diesmal tunkst du die Nägel nicht mehr in das Base Powder, sondern in das Farbpowder deiner Wahl. Mindestens 2 Schichten sind erforderlich für das optimale Ergebnis. Der nächste Schritt ist sehr wichtig und sorgt für eine lang anhaltende Haftung. Du trägst den Activator Code auf. Zum Schluss kommt die dünne Schicht von Topcoat drauf und sorgt für den optimalen Glanz. Diese Maniküre ist gleich fest und man kann danach sogar Putzlappen nehmen und weiter putzen, ohne eine Gefahr, den Nägel zu verschmieren. Auch hält es sehr lange, ohne Absplitterung und Risse. Und das Tolle ist, dass man solche Ergebnisse zu Hause erzielen kann. In der Videobeschreibung findest du deinen persönlichen Rabatt auf Dunels, falls du Dunels auch ausprobieren möchtest. Nach deiner Pause kommst du zurück
und fängst wieder an. 15 Minuten Timer und du gehst als erstes ins Bad, weil Bad ist wiederum etwas, wo die Gäste hingehen, ja, wenn sie kommen, oder wo du dich selber oft aufhältst und es ist angenehmer, ein frisches Bad zu haben. Was machst du im Bad? Du nimmst wieder dein Körbchen, ja, deinen Korb und bewegst dich im Uhrzeigersinn. Und wenn die Sachen irgendwie rumliegen, dann sammelst du das schnell in das Körbchen rein. Die dreckige Wäsche kannst du auch direkt in den Wäschekorb reinlegen. Aber geh bitte nicht und starte nicht die Waschmaschine. Das wird dich nur davon abhalten, im Bad weiter zu putzen und zu reinigen. Das kannst du nachher machen. Wenn du alle Sachen aufgesammelt hast und alles, die Flächen sind frei, wichtig ist auch nicht, es kommt drauf an. Also ich habe zum Beispiel im Bad früher immer irgendwelche Fläschchen gehabt und Cremes und Shampoos und Spülungen und was für die Haare. Und diese ganze Fläche mit diesen bunten Fläschchen, das war sehr unruhig für das Auge. Wir haben ziemlich minimiert, wir haben ein System geschaffen, wir haben einen kleinen Schrank im Bad und alles wird in diesem Schrank verstaut. Und jeder Familienmitglied hat so ein Körbchen, wo er seine Sachen aufbewahren soll und darf. Und die Fläche ist frei und das ist wirklich ein Gefühl vom frischen Bad, wenn die Fläche frei ist. Und wenn du immer noch solche Fläschchen hast, wie ich früher mal hatte, empfehle ich dir mal zu sehen, mal einfach wegzuräumen alles, vielleicht sogar in deinen Korb, ja, einfach alles rein und um nochmal in dein Bad reingehen und mit dem frischen Auge das Bad anzuschauen, wie fühlt es sich? Ich bin mir sicher, vor allem wenn das so ein kleines Bad ist, ist es wichtig, die Flächen frei zu lassen. Man kann aufatmen, das Bad ist größer und man muss ja nicht ständig diese Flächen beim Putzen umgehen. Und ich weiß nicht, wie ich das früher ertragen habe. Und wenn du das Bad fertig gemacht hast und wenn du noch Zeit hast, kannst du natürlich anfangen zu reinigen und das geht auch super schnell. Ja, in 5 Minuten bin ich fertig mit dem Waschbecken. Ich habe eine Lösung, Zitronensäure mit Wasser gemischt. Das mische ich mir selber mit meiner Flasche. Ich habe übrigens auch nur 3 Reinigungsflaschen oder Putzflaschen. Früher hatte ich auch ganze Menge. Und das wirkt genauso gut und genauso schnell. Es schäumt nicht besonders viel und man muss nicht so lange das alles abspülen und das Bad glänzt wirklich in 2 Sekunden. Wenn du fertig bist, 15 Minuten sind rum, du gehst dann wieder in die Küche, falls die Küche noch deine Aufmerksamkeit braucht, oder wieder ins Wohnzimmer. Sagen wir mal, du gehst wieder in die Küche und machst nochmal 15 Minuten in der Küche. Danach gehst du wieder ins Wohnzimmer. Dann hast du wieder 15 Minuten Zeit, wo du dir eine Pause gönnst. Inzwischen sind 2 Stunden vergangen, aber wenn du umschaust, wie viel du geschafft hast in 2 Stunden, du wirst wirklich staunen. Und ich bin mir sicher, du hast das meiste wahrscheinlich aufgeräumt. Das sieht auf jeden Fall ordentlich aus. Und wenn du noch 1 Stunde Zeit hast, kannst du in dieser 1 Stunde sehr schnell saugen, vielleicht nass wischen, vielleicht schnell die Oberflächen, die jetzt frei sind, ganz schnell vom Staub befreien und das geht viel, viel schneller. Das ist ein System, wenn du wenig Zeit hast oder wenn du überwältigt bist und ganz schnell Grundordnung schaffen willst. Wenn diese Grundordnung wirkt auf dich selbst, ja, du hast einen anderen Kopf, dein Kopf ist frei und du kannst besser denken, klarer denken, du bekommst diese Klarheit, weil die Umgebung hat einen enormen Einfluss auf uns selbst, auf unsere Produktivität, auf unser Selbstbefinden, auf die Art und Weise, wie wir die Sachen angehen, wie wir uns Ziele setzen, was wir erreichen wollen. Wir bekommen eine Klarheit, wenn die Umgebung entsprechend gestaltet ist. Und wenn du gerade überwältigt bist, hoffe ich, dass diese Tipps wirksam sind und du die beherzigst und du in 1 Stunde, in 2 Stunden und maximal in 3 Stunden eine Grundordnung schaffst und die dich dafür motiviert, Sachen anzugehen, an die du früher nicht denken konntest, weil dein Kopf war zugemistet, ja, wie die Wohnung.